Ihr wolltet unbedingt, dass ich wieder mal ein Avatar-Make-up mache. Und ich dachte mir, wir machen so ein Gay-Couple-Avatar draus. Ich meine, sowas gab es noch nicht, also let's go. Ich muss euch ehrlich gestehen, an diesem Tag ging es mir richtig dreckig und meine Depression hat mein ganzes Leben übernommen. Übrigens nenne ich diesen Zustand auch Sibirien, weil ich dann so kalt, distanziert und traurig bin. Naja, auf jeden Fall kenne ich das so, dass es für die meisten Menschen um mich herum immer super anstrengend ist. Für meinen Freund aber ganz im Gegenteil. Der kam zu mir und war lieb und hat mich motiviert. Und er weiß, wie sehr ich Make-up und Avatar liebe. Also hat er mir vorgeschlagen, dass wir das zusammen machen. Dieser Look hat insgesamt über 6 Stunden gedauert. Es war auch nicht einfach wegen meiner Farbenblindheit. Aber ich kann euch sagen, wir hatten so viel Spaß dabei gehabt und wir haben so viel gelacht. Ich schwöre, ich bin so froh, diesen Stinker an meiner Seite zu haben. Das ist auf jeden Fall der fertige Avatar-Look und wir haben noch zusammen so schöne Bilder gemacht. Wir würden uns beide so sehr freuen, wenn ihr vorbeischaut und einfach ein bisschen Liebe da lässt.